Wir starten heute eine neue Predigtserie und die heißt Regierungserklärung. Okay, dann machen wir es vielleicht ohne Folien, alles okay. Die heißt Regierungserklärung. Regierungserklärung in dem Sinne, dass wir ja alle heute aufgefordert sind, unsere Stimme abzugeben. Da sind wir alle ein Stück weit, nicht unsere Stimmung, sondern unsere Stimme. Für manche ist es auch eine Stimmungsschwankung heute. Aber es ist wichtig, dass wir unsere Stimme heute abgeben. Es ist unser Vorrecht und auch Pflicht, uns zu äußern. Und es ist ein großer Segen, dass wir uns äußern dürfen, dass wir sagen dürfen, wer regiert uns in den nächsten Jahren. Deswegen bitte, wer noch nicht seine Briefwahl oder heute Morgen schon auf dem Weg gewählt hat, eine wirkliche Bitte, noch deine Stimme kundzutun heute im Wahllokal. Und so ist es ja, dass wir zusteuern auf eine neue Regierung. Wie sie sich zusammensetzt, wissen wir nicht. Wir wissen aber das Folgende, dass es irgendwann eine Regierung geben wird, wo ein neuer Kanzler, Kanzlerin, wir wissen alles nicht, alles offen, eine Regierungserklärung abgibt, was in den nächsten Jahren dran ist. Werte, für die sie stehen, Analysen der jetzigen Zeit und wie wir darauf reagieren wollen, das wird auf uns zukommen. Und diese Art von Regierungserklärungen gab es über die letzten Jahrtausende immer wieder. Von daher möchte ich uns auch sagen, wir erwarten nicht den allergrößten Durchbruch jetzt. Die nächste Regierung wird nicht, egal wie es aussieht, sie wird uns nicht in den Ruin treiben und sie wird uns auch nicht eine glorreiche Zeit bescheren. Das, ihr Lieben, ist etwas, was die letzten 1000 Jahre manchmal sehr polemisch auch durch Regierungserklärungen erklärt wurde. Von gewählten Regierungen, von Diktaturen, von Königen, von Kaisern, von Zaren, von Häuptlingen, was auch immer. Es gibt immer wieder Erklärungen. Und es gibt eine Regierungserklärung, die seit über 2000 Jahren hält. Es ist die Regierungserklärung Jesu, die er zusammenfasst in 3 Kapiteln im Matthäusevangelium. Für diejenigen, die in kirchlichen Kreisen aufgewachsen sind, wir kennen es unter der Bergpredigt. Und diese Regierungserklärung Jesu ist etwas, das hat sich durch 2000 Jahre, es sind andere Regierungserklärungen gekommen und sind wieder weg. Kein Mensch weiß mehr was davon. Von manchen Regierungserklärungen weiß man nur noch die brutalen Auswirkungen, die es über Jahrzehnte und Jahrhunderte dadurch gegeben hat. Aber diese eine Regierungserklärung, die hat es geschafft, dass sie immer noch in unserer Rechtsprechung zu finden ist, immer noch in unserer Ethik zu finden ist, immer noch in unseren Werten irgendwo verankert ist, dass zumindest immer wieder auf diese Worte, die Jesus hier spricht, zurückgegriffen wird. Und in jeder Regierungserklärung ist es ja so, dass nicht nur einer das erklärt, sondern es gibt ein Team von Leuten, die dahinter stehen. Es gibt ein Publikum, es gibt eine erwählte Gruppe. Und so haben wir die letzten Monate immer wieder gehört von Kompetenzteams und Zukunftsteams und von Beraterteams und Wahlkampfteams, die irgendwie einen Kandidaten oder eine Partei unterstützen. Und irgendwann wird es auch ein Geschacher geben darum, wer kriegt jetzt welchen Ministerposten? Wer wird jetzt welches Amt bekleiden? Sodass, wenn die Regierungserklärung kommt, sie auch mit einem Team zusammen verkündet wird. Das heißt, es gibt eine Regierung, die einmal auch eine Aussage dazu macht, wir stehen dahinter. Wir haben das, wir unterschreiben das. Das ist unsere Erklärung. Und das bringt mich zu dem Gedanken dieser Bergpredigt. In Matthäus 5, Vers 1 bis 2 steht, und als er aber die Volksmenge sah, stieg er auf den Berg, und als er sich gesetzt hatte, traten seine Jünger zu ihm. Und er tat seinen Mund auf, lehrte sie und sprach. Und da wollen wir schon mal kurz aufhören. Hier sehen wir nämlich, dass es ein Publikum gibt, zu dem Jesus hier spricht. Es waren wahrscheinlich nicht die 12,
Weil Matthäus erwähnt immer wieder die 12 ganz explizit, sondern hier ist wahrscheinlich ein sehr weit gefasster Begriff von, das sind Menschen, die seine Schüler waren, die alle gesagt haben, wir würden gerne von dir lernen. Wir würden gerne lernen von dir, wie das jetzt aussieht mit unserem Leben. Und ich habe dran überlegt, das sind jetzt Leute, die hat Jesus, denen hat Jesus das, diese kostbare Verkündigung, diese kostbare Erklärung gegeben. Wie sah dieses Team wohl aus? Und ich habe an mich gedacht, an meine Geschichte. Man ist ja doch manchmal in Teams schon gewesen. Als Mensch ist man irgendwo entweder gewählt worden oder auch nicht gewählt worden oder man war in irgendeinem Team dabei. Und ich habe zurückgedacht an meine Sportkarriere, die nicht unbedingt sehr glorreich ist. Ich gehörte nicht zu den absoluten Sportskanonen, die beim Fußball geglänzt haben oder irgendwie jetzt besonders talentiert war. Ich war eher der dritte Sohn einer vier Jungs-Mannschaft sozusagen vor uns zu Hause. Und ich war immer so, meine Mama war so gnädig und hat immer dafür gesorgt, dass ich auch mitspielen durfte. Das war aber nicht immer unbedingt zur Freude der Älteren. So habe ich mich versucht, irgendwie durchzusetzen mit weniger Erfolg als mehr. Und habe immer wieder, wurde ich dann als Letzter gewählt und ich war zwar immer dabei, aber ich wusste, keiner ist jetzt unbedingt so wahnsinnig scharf darauf, mich in der Mannschaft zu haben. So war ich geprägt, weil diese Teams wurden aufgrund von Kompetenz, von Fähigkeiten ausgesucht. Jetzt kam ich als 16-Jähriger nach Amerika. Ein Austauschjahr. Sportunterricht, 11. Klasse. Fußball war dran. Plötzlich guckten mich alle Amerikaner an. Deutscher. Der kann Fußball spielen. Das war für sie völlig klar. Jetzt fingen die in der Kabine schon an, sich zu streiten, wer bei mir in der Mannschaft sein konnte. Und ich stand daneben und sagte, wenn ihr nur wüsstet. Wir haben aber einen Gott der Gnade, okay? Wir haben einen Gott, der uns unterstützt und uns liebt und immer wieder für uns eingreift. Und so war es so, es kam zu einem Eckstoß. Wer muss ihn schießen? Der Deutsche. Und ich weiß nicht, wie es passiert ist. Ein Windstoß, eine Hand Gottes von Maradona, ich weiß es nicht. Der Ball ging direkt ins Tor. Von da an war ich der deutsche Pelé. Es ist fast ein Kniefall. Es war begeisternd. So war mein Selbstbewusstsein absolut auf einer Höhe. Ich schwebte dann, ja, Fußball hörte dann auf. Sie kannten nie die richtige Geschichte. Aber was mir darauf aufgefallen ist, jeder wollte plötzlich in meinem Team sein. Ganz anderes Kriterium der Auswahl. Zu Hause wurde ich nach Können gewählt, in Amerika aufgrund von Nationalität. Und so gibt es ganz unterschiedliche Kriterien. Und die Frage ist doch, warum gibt Jesus genau diesem Publikum diese Rede? Das ist als Grundlage für unsere Predigtserie, in der wir dann auch anschauen wollen, was sind einzelne Teile von dieser Regierungserklärung? Wie will Jesus, dass wir jetzt auf diesem Planeten miteinander leben? Und dazu müssen wir uns den inhaltlichen Zusammenhang etwas anschauen, um zu verstehen, was für ein Publikum Jesus hier hat. Wir lesen in Matthäus 4 die da vorherigen Verse ab Vers 23. Und er zog in ganz Galiläa umher, lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium des Reiches und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen unter dem Volk. Und die Kunde von ihm ging hinaus in das ganze Syrien und sie brachten zu ihm alle Leidenden, die mit mancherlei Krankheiten und Qualen behaftet waren und Besessene und Anfallskranke und Gelähmte und er heilte sie. Und es folgte ihm eine große Volksmenge von Galiläa und dem 10-Städtegebiet und Jerusalem und Judäa
und von jenseits des Jordans. Das ist der inhaltliche Zusammenhang. Dann kommt nämlich, und als die Volksmenge sah, stieg er auf den Berg und die gingen ihm nach. Wahrscheinlich nicht alle von diesen, aber viele von ihnen gingen ihm nach und dort lehrte er sie. Das Publikum, was Jesus hier adressiert, ist anders, als wir aus unserer Prägung für uns selber, wenn wir ein Team zusammenstellen, womöglich zusammenrufen würden. Wir wollen uns mal das anschauen hier, was Jesus, was das für Personen waren. Das war sein Publikum, ihr Lieben. Das waren die Leute, das war sein Kompetenzteam. Das war Team Jesus. Für diese Mannschaft hier suchte er diese Rede aus, die noch heute von so einer großen Bedeutung ist. Und zuerst einmal ist es, dass Jesus, warum folgten sie ihm? Er predigte das Evangelium des Reiches. Evangelium, natürlich dieses Wort für all diejenigen, die schon lange in der Kirche sind, die haben das schon gehört. Die frohe Botschaft. Aber was war diese frohe Botschaft? Für den damaligen Zuhörer war eine frohe Botschaft zum Beispiel, wenn ein neuer Kaiser eingesetzt wurde. Für die nicht in einem gläubigen Kontext unterwegs sein, denn das war, wenn einer eingesetzt wurde, neuer Kaiser, oder wenn der Kaiser einen Schuldenerlass, eine Amnestie erteilte. Nicht eine Amnesie, sondern Amnestie. Wenn der Kaiser sagte, oh, übrigens, es gibt mal wieder einen Schuldenerlass, dann war das auch Evangelium. Und die Leute, die rannten ihm hinterher, weil er ein Evangelium des Reiches Gottes hatte. Das heißt, die frohe Botschaft, wie es ist, wenn Gott auf dem Thron sitzt und regiert, wie sieht dann es auf der Erde aus? Und natürlich, weil er heilte. Es war etwas sichtbar. Er heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen unter dem Volk. Jetzt kommt schon gleich der erste Dämpfer. Unter dem Volk. Wenn man überlegt, Matthäus schreibt hier zu einem jüdischen Publikum, dann war das Volk, von dem er hier redet, wahrscheinlich nicht unbedingt positiv besetzt. Da gibt es, man könnte es auch wahrscheinlich, wenn man es vom Hebräischen her betrachtet, eher als, das ist so das Landvolk. Das sind die, die nicht viel verstehen. Man kann das auch aus Johannes 7 parallel lesen. Johannes 7, Vers 49, die Folie haben wir leider nicht, habe ich nicht hergestellt. Diese Volksmenge aber, die das Gesetz nicht kennt, sie ist verflucht. Das ist so eine Stelle, wo die Pharisäer über genau so eine Gruppe sich ausgelassen haben. Das sind so die Dorftrottel, die verstehen das nicht. Die kennen das Gesetz nicht. Das sind die Blöden. So ähnlich könnte man hier diesen Zusammenhang herstellen, wenn man das so lesen möchte. Es ist nicht unbedingt eine wunderbar schöne Bezeichnung für die Menschen, die sich hier versammeln. Das ist das Volk. Jetzt kommt, wie setzte sich diese Gruppe zusammen? Da haben wir zuerst einmal die Kranken. Mancherlei, mit mancherlei Krankheiten behaftet. Hier steht es nicht irgendwie, was für Krankheiten das waren. Es ist eine große, weit gefasste Gruppe hier. Menschen, die einfach krank sind. Und das muss man natürlich aus unserem heutigen Kontext etwas in den damaligen Kontext zurückbringen. Wenn du heute krank bist, gehst du zum Arzt und dann kriegst du irgendein Medikament und dann, es gibt ja viele chronische Krankheiten und so weiter, aber man lebt damit gut, weil wir das ja auch mit Medikamenten, doch vieles können wir ausgleichen. Zur damaligen Zeit war Krankheit etwas, da bist du schnell auch aus der Gesellschaft, du warst etwas außen vor, weil du warst ja nicht mehr so leistungsfähig. Schnell bist du in eine Situation reingerutscht, in der du von der Gunst der anderen lebtest. Hauptsache, ich werde irgendwie unterstützt. Das heißt, du warst eben nicht mehr ganz selbstständig. Krankheit, zum Beispiel eine Volkskrankheit der damaligen Zeit war Blindheit. Für uns womöglich nicht nachzuvollziehen, aber Blindheit durch mangelnde Hygiene und vielen Staub und viel Sand und so weiter und so fort, war das ganz oft das Augenerst, diese klassischen Bindehautentzündungen und es wurde eitrig und irgendwann waren die aus Augenlicht weg. So gab es Volkskrankheiten, die wir für uns heute, die doch eher selten sind oder seltener sind, waren damals sehr verbreitet. Wenn Jesus also hier von den Kranken spricht, dann ist das kein schönes Bild.
Das sind die Blinden, die noch dahin gebracht werden. Das sind die, die sich irgendwann mal einen Arm gebrochen haben und aufgrund der medizinischen Versorgung, der jetzt irgendwie quer zusammengewachsen war und es einfach nicht mehr ganz funktionierte. Es sind diejenigen, die wirklich unter chronischen Erkrankungen litten und keine Minderung in Sicht war. Das Zweite, was er sagt hier über das Publikum, ist, dass es Leute waren mit mancherlei Qualen. Da wird es schon etwas weiter gefasst. Qualen, was sind denn Qualen? Man könnte es auch übersetzen mit Folter. Und plötzlich sind wir ganz nah dran an dem Thema. Wie glücklich kannst du dich schätzen, wenn du morgens aufstehst und unbeschwert in den Tag hineinschaust? Wie viele Menschen, auch unter uns, sind gequält von Sorgen, was jetzt auf uns zukommt? Wir sind eben nicht unbeschwert, sondern mancherlei Qualen, da nehme ich Bedrückung mit rein. Ihr Lieben, wie viele Menschen in unserer Gesellschaft und unter uns sind gezeichnet oder unter dem Einfluss dessen, dass man die Last des Alltags für zu schwer erachtet? Wie vielen Menschen geht es so? Nach außen nicht sichtbar, aber innerlich gequält, weil man nicht weiß, was ist der nächste Schritt. Und auch unter uns gibt es das. Viele von uns kennen diesen Zustand. Gequält zu sein, gefoltert zu sein von Gedanken, die auf uns zukommen, Umständen, Sorgen, Nöten. Und da reden wir nicht so gerne drüber. Aber das war Jesus so wichtig. Die waren in seinem Publikum. Die waren da. Die nächsten, die hier erwähnt werden, sind die Besessenen. Also man könnte sagen, die unter dem Einfluss von bösen Mächten standen. Wir haben kürzlich eine Reihe über Unsichtbar gehabt, wo wir auch das Thema angesprochen haben, wo entweder man sich geöffnet hat bewusst oder irgendwo merkt, ich weiß gar nicht, wie das gekommen ist, aber es gibt einen Einfluss von bösen Mächten auf mein Leben. Jesus setzte sie natürlich frei, aber das waren entweder Ex-Besessene oder es waren welche, die kamen noch dazu. Also Menschen, die unmittelbar spürten, ich bin unter dem Einfluss von einer bösen Macht, die mich versucht fernzusteuern, mich in Dinge reinbringt und da gibt es Nöte, da gibt's richtige Herausforderungen. Und ganz interessant ist, dass das ganz eng verbunden wird. Das nächste sind nämlich Anfallssüchtige. Aber es wird differenziert. Die in dem Publikum sind Besessene und als nächstes Anfallssüchtige. Man würde es übersetzen, also wenn man es wörtlich übersetzt, mit mondsüchtig. Oder man hat damals gedacht, wenn jemand so Anfälle hat, dann gibt es gewisse Mondkonstellationen und die haben dann dafür gesorgt, dass jemand so Anfälle kriegt. Interessanterweise differenziert Matthäus das hier. Es waren Besessene, also das waren böse Mächte. Und dann gibt es noch welche, weiß man nicht genau den Ursprung, aber die haben so Anfälle. Vielleicht würde man heute sagen, psychisch Kranke oder neurologisches Problem, irgendwo dieses, was zusammengefasst ist, wo man sagt, müsste medikamentös behandelt werden, ist ein Zustand, der wirklich auch viel Leid hervorruft, wo Stimmungsschwankungen oder Anfälle oder was auch immer, das ist sehr weit gefasst. Aber interessanterweise ist Matthäus sich dessen bewusst, es ist nicht alles aus einer Richtung. Manches ist natürlichen Ursprungs, aus irgendeinem Grund wissen wir nicht, und manches sind böse Mächte. Auch nicht vorschnell, ist alles so. Und jetzt endet er in der Aufzählung dieser Qualen mit den Gelähmten. Gelähmt sein war das Schlimmste, weil man ja absolut nur abhängig war. Selbst um zu betteln, musste dich ja jemand dorthin bringen, wo du betteln solltest. Und da gibt es ja viele Geschichten im Neuen Testament, die irgendwo positioniert wurden. Und dann steht, und Jesus heilte sie alle. Aber jetzt stellt dir dieses Publikum ganz kurz, verinnerlich mal dieses Publikum. Das sind oft Mittellose, die nicht wirklich mitten im Leben stehen können. Leute, die
wahrscheinlich auch einige Normale, kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, die jetzt ganz normal aussahen. Aber es gab viele wahrscheinlich, die mit zerrissenen Kleidung dahin herkamen, weil sie einfach kein Geld mehr hatten. Viele, die nicht mehr arbeiten konnten, die schon Jahre wahrscheinlich nicht gearbeitet hatten, der Gelähmten, die außen vor waren, die schnell als unrein oder als unheilig, als unwürdig gesehen wurden, an der Gesellschaft teilzunehmen, damit sich niemand anderes an ihrer Unreinheit irgendwie anstecken würde. Das heißt, das war auch äußerlich ganz bestimmt zu sehen. Wenn wir das Publikum Jesu sehen, ich glaube, wir würden nicht unbedingt so begeistert sein. Es würde nicht so schön aussehen. Es würde wahrscheinlich ein bisschen riechen. Es würde wahrscheinlich man würde wahrscheinlich denken, oh Mann, wie will Jesus mit denen jetzt, warum bringt er denen diese Rede? Das ist ja ein Schatz, den er denen dort gibt. Die haben wahrscheinlich Monate oder Jahre nicht mehr gearbeitet, weil sie unter solchen Herausforderungen waren. Die waren ausgestoßen. Wie wollen denn die, bitteschön, ihren Nachbarn irgendwie diese Botschaft weitergeben? Die Nachbarn sagen, bleib schön fern von mir, du Fallsüchtiger, du Mondsüchtiger. Nein, nein, bin ich ja nicht mehr. Du kannst mir viel erzählen, bis der nächste Vollmond kommt. Da sind ja auch Vorurteile. Da sind Gedanken, die Menschen festlegen. Und genau denen predigt Jesus. Interessant geht es noch weiter, weil Jesus sagt auch noch aus den Gegenden, wo sie herkamen. Da steht nämlich, und es folgte ihm eine große Volksmenge von Galiläa und im Zehn-Städte-Gebiet und Jerusalem und Judäa und von jenseits des Jordans. Galiläa war nicht unbedingt großartigste Ort, wo man herkam, wenn man irgendwas sagen wollte. Es gab diesen geläufigen Spruch, nichts Gutes kommt von da. Das sind nicht die Hellsten. Da kommt nichts Gutes her. Wenn es in Israel Ostfriesenwitze gegeben hätte, dann hätte man gesagt, ach, die aus Galiläa, also da kann man immer Witze drüber machen. Das Zehn-Städte-Gebiet war ein Gebiet, das hatte Alexander der Große gebaut. Und das waren 10 Städte, die jetzt hauptsächlich eigentlich von Griechen und von internationalem Publikum belebt waren. Juden waren dort in der Minderheit. Deswegen können wir sehr gut davon ausgehen, dass Leute, die diese frohe Botschaft, spulen nochmal zurück, die frohe Botschaft des Evangeliums hörten, dass sie sagten, oh, da scheint was abzugehen in Israel. Da scheint was abzugehen, da scheint irgendwie jemand zu sein. Nicht Juden, die sich dazwischen mischten. Wo man sagt, wo das Publikum sagen würde, die sind nicht dran. Die dürfen nicht dabei sein. Das sind Heiden. Von denen halten wir uns fern. Aber es waren zu unserem Trost auch ein paar aus Jerusalem und Judäa, die entweder gesagt haben, naja, das, was wir hier erleben in unserer Elite, ist irgendwie auch nicht das Gelbe vom Ei. Da muss es noch ein bisschen mehr geben als das. Und gesagt haben, okay, wir geben nochmal einen Neustart. Wir gehen nochmal jemand anderem nach. So war das eigentlich eher die Elitegebiet Jerusalem, Judäa, das waren eher die, wo man sagte, das ist das Anständige, da lebt man richtig, da war die Regierung, da war die religiöse Elite, da saßen die. Und Menschen zogen sich von da zurück und sagten, wir gehen Jesus nach. Das waren wahrscheinlich eher normale Städter, die dann dabei waren. Das heißt, das Publikum setzte sich, wie gesagt, aus einer so bunten Mischung zusammen, die aber alle eins gemeinsam hatten. Sie reagierten auf die frohe Botschaft von Jesus. Und sie waren sich ihrer Abhängigkeit bewusst, dass sie Gnade brauchen. Sie waren sich bewusst, ohne Jesus, ohne diese Botschaft, geht mein Leben gegen die Wand. Das waren alles Menschen, die eine Haltung hatten mit dem, wir werden ja mal ein großes Wort reinwerfen, Demut. Sich
neigen, weil man sagt, ich von mir aus schaff's nicht. Deswegen mache ich mich abhängig von diesem Jesus, der dort auftritt, um sein Reich zu verkünden. Es ist eine Botschaft, eine frohe Botschaft. Die Frage, die ich uns heute stellen möchte, ist, wenn wir dieses Publikum anschauen und hören, was das Publikum eigentlich als Grundlage hatte, was macht das mit mir? Bin ich mir meiner Abhängigkeit zu Jesus bewusst? Dieser absoluten Abhängigkeit von Gnade. Ohne ihn geht nichts. Ihr Lieben, das war das Publikum. Das war der Start für diese Lehre von Jesus. Und die ist, hält bis heute. Es waren nicht die, die gesagt haben, wir haben unser System, wir haben unsere Meinung, wir haben unsere Gedanken, bitte verwirr mich nicht mit irgendwas anderem, sondern es waren die, die ganz schnell bereit waren, ihre Knie zu beugen und zu sagen, ich glaube, ich habe den gefunden, ohne den ich nichts zu tun vermag. Und ich träume von einer Gemeinschaft, die nicht nur sich selbst so sieht, und zwar nicht äußerlich, wir müssen deswegen nicht komisch aussehen. Es ist eine innerliche Haltung. Und aus dieser innerlichen Haltung auch lade ich uns ein, in der nächsten Woche, ich habe heute nicht die Zeit dazu, darauf einzugehen, die nächsten Verse, nämlich die Seligpreisungen, so nennen wir sie, zu lesen. Aus dieser inneren Haltung, dass ein abhängiges Publikum, die sagen, ich von mir aus kann nicht, ich schaffe es nicht, ich werde es nie erreichen. Ohne diesen Jesus werde ich niemals zu einem Leben kommen, wonach sein mein Herz sich sehnt. Ich brauche diesen Jesus. Aber das macht auch etwas mit unserer Wahrnehmung füreinander. Es sagt eben nicht, du musst erst so sein, wie ich denke, dass du mit mir unterwegs sein kannst. Sondern es lädt ein und sagen, komm, wir alle brauchen diesen Jesus. Und ob du gerade versagt hast, ob du gerade in Problemen bist, selbst verursacht, fremd verursacht, ob du gerade unter dem Einfluss böser Mächte ist, ich kenne jemanden, zu dem wir gehen, weil ich bin abhängig von ihm. Mein Herz schreit nach Gnade zu ihm, weil ich weiß, bei ihm empfange ich genau das, was ich brauche. Und zu demselben kannst du mit mir gehen. Das wird uns auch bewahren von einer Verurteilung von Menschen, die entweder ausgestiegen sind oder irgendwo eine falsche Abbiegung genommen haben oder irgendwo in Nöte geraten sind. Und ihr Lieben, wie schnell sind wir im Bewerten und sagen, naja, der oder die hat es auch wirklich verdaddelt. Wenn wir uns das Publikum Jesu anschauen, ihr Lieben, dann sind es genau diejenigen, die noch aus der zweiten Reihe von hinten kommen und sagen, darf ich dabei sein? Weil den brauche ich. Den Jesus, den brauche ich. Und die nicht abgehalten werden von Menschen, die hier vorne sind und sagen, wir sind so dicht dran. Sondern die sagen, komm, ich brauche ihn genau wie du. Ich bin genauso abhängig wie du. Mein Herz schreit immer noch dieselbe Gebet. Ich empfange Gnade von dir, Jesus. Ich empfange Gnade für meinen Alltag. Ich empfange Gnade für meine Entscheidung. Ich empfange Gnade für meinen Beruf. Ich empfange Gnade für meine Familie, für meine Kinder, für meine zerstrittene Nachbarschaft. Ich empfange Gnade von dir, weil ohne dich schaffe ich es nicht. Ich bin abhängig von mir. Und ich lege zur Seite all meine Agenda, all das, was ich denke zu können und selbst für mich ergriffen zu haben. Ich lasse das einfach mal beiseite und ich sage, Jesus, wenn es einen gibt, den ich brauche, dann bist es du. Das ist die Gemeinde Jesu, das ist die Kirche Jesu, das ist sein Publikum, die seine Ausstrahlung weitergibt. Es gibt eine frohe Botschaft. Es gibt einen König, zu dem du kommen kannst. Und auch wenn du auch auf Abwägen warst, komm, ich bring dich zu ihm. Und nicht zu sagen, naja, so wie du war ich auch mal, sondern so wie du bin ich auch bedürftig. So wie du bin ich auch ausgerichtet
Gnade suchend, Gnade empfangend, mich mit Gnade senden zu lassen. Wenn du heute Morgen hier bist und du hast noch gar keine, du würdest sagen, hier diesen Jesus, mit dem kann ich noch nicht viel anfangen. Heute hast du von ihm gehört. Egal, was deine Umstände sind, egal, was du getan hast oder nicht getan hast, er ist heute hier. Alles, was du brauchst, ist ein Herz, was sagt, Jesus, ich brauche dich. Ich brauche, dass du mich in Verbindung mit Gott bringst, weil das hat Jesus am Kreuz für dich getan, indem er all das getragen hat. All das, alles Fehlversagen, all das hat er getragen, hat sich auf sich genommen. Und wenn du heute hier bist und du sagst, hey, irgendwie fühle ich mich fern, willkommen in einer Gruppe, in einer Gemeinschaft, die abhängig ist von diesem Jesus, genau wie du abhängig bist von ihm. Ich möchte uns einladen, dass wir gemeinsam aufstehen und wer auch da jetzt eine Entscheidung innerlich treffen kannst. Nach dem Gottesdienst gibt es die Möglichkeit auch, dass wir persönlich noch beten. Aber es gibt auch jetzt eine Entscheidung für jeden Einzelnen, der sagt, ich habe meine eigene Bedürftigkeit um Gnade ein Stück aus den Augen verloren. Hab versucht, selber gut zu sein. Hab versucht. Aber heute sage ich, Jesus, ich erkenne ganz neu meine Abhängigkeit. Der ein oder andere spricht der Heilige Geist auch an, wie haben wir Menschen festgelegt? Die sind so. Die haben das Problem. Ich weiß ganz genau, was deren Problem ist. Anstelle sie einzuladen zu einem Jesus, von dem genau wie wir jeder andere Gnade empfangen darf. Das ist das Publikum, das Jesus nimmt, um diese bedeutsame Regierungserklärung zu platzieren. So, Jesus, danken wir dir für dein Reden heute Morgen. Jesus, und als Gemeinde, als Kirche zusammen wollen wir dich ehren und sagen, Jesus, wir sind abhängig von dir. Ohne dich sind wir verloren. Jesus, ohne dein Eingreifen, ohne deine Heilung, ohne deine Wiederherstellung sind wir verloren. Unser Herz streckt sich aus nach dir. Herr, uns Schrei unseres Herzens soll lauter sein als die Worte, die aus unserem Mund kommen. Ein Schrei nach dir, dass wir empfangen aus deiner Fülle. Gnade um Gnade für jeden Tag, für jede Situation. Jesus, für die Ehen, die hier sind, für die Familien, die hier sind, für die Kinder, die wir erziehen. Jesus, wir brauchen Gnade für die Entscheidungen, die vor uns liegen. Jesus, wir haben es nicht in uns. Nicht in unserer Fähigkeit, nicht in unserer DNA, aber in deinem Blut, Jesus, in der DNA deines Blutes, Jesus, empfangen wir Gnade, Jesus, für den nächsten Schritt, Kraft für morgen. Jesus, da wo Qualen da sind, da sagen wir dir, Jesus, erbarme du dich. Wo Krankheit da ist, da sagen wir, Jesus, wir erwarten dein Eingreifen. Wo Nöte da sind, Jesus, Versagen, da sagen wir dir, Jesus, wir empfangen Gnade und werfen all das vor dir, auf deinen Schoß, vor deine Füße, Jesus, und sagen, Herr, nimm du es. Wir empfangen Gnade dafür. Wir lassen es bei dir und empfangen von dir, Jesus. Du bist der, den wir wirklich brauchen. Eine Gemeinschaft von Abhängigen von Jesus, ausgerichtet auf ihn, der auf dem Berg zu uns spricht und sagt, kommt her zu mir. Jesus, wir lieben dich, wir ehren dich. Danke, dass du gerade jetzt auch Entscheidungen in Herzen siehst. Danke, dass deine Kraft gerade jetzt eingreift und dass du derselbe heilende Gott bist, derselbe freimachende Gott bist, der Ketten zerbricht, der Kranke heilt, der die Müden aufrichtet, der den glimmenden Docht nicht auslöscht und das geknickte Rohr nicht abbricht. Jesus, so rufe ich dein Eingreifen aus über uns in dem Namen Jesu. Heilungskraft, Schmerzen, die jetzt gehen, Sorgen, die sich heben und Freude, die einkehrt, Erleichterung, die einsetzt, aber auch Befreiung, die passiert jetzt in dem Namen Jesu.
Ketten, die jetzt fallen. Jesus, du bist unser König auf dem Thron. Und deiner Regierungserklärung wollen wir folgen. Wir ehren dich, Herr. Amen.